Hallo Leute, hier ist euer Matze-Gen. Es sind viele Fragen aufgetreten zum Begleiter, welchen Begleiter man nehmen sollte, was dann die Vor- und Nachteile sind. Und aus dem Anlass habe ich mir gedacht, machst du doch mal ein kleines Video dazu. Wir gehen auch direkt mal ins Spiel hinein. So, da wären wir auch schon. Ich fange mal mit dem Templer an. Ja, wir haben hier also den Templer. Ich habe das Spiel gerade auf Englisch. Also seid mir nicht böse. Hier habt ihr jetzt die Möglichkeit, im Endeffekt den Templer zu skillen. Ja. Ich mache mal kurz irgendwelche Skills. Hier haben wir jetzt gerade einen Skill verteilt. Nämlich, als erstes möchte ich euch erstmal zeigen, wenn ihr euren Templer oder eure Enchantress schon geskillt habt, dann habt ihr die Möglichkeit, die Skills neu zu verteilen. Ja, viele wissen das anscheinend nicht. Einfach Rechtsklick und dann hier. Der zweite Knopf von oben, Retrain, na, auf Englisch, raufdrücken und ihr könnt die Fähigkeiten neu verteilen. Der Templar hat an sich den Vorteil, dass er den besten MF bzw. Gold Found Bonus euch zusätzlich geben kann. Man bekommt nämlich 20% des MFs oder des Gold Founds, bekommt man nochmal oben raufgerechnet auf das eigene MF. Wenn ihr jetzt zum Beispiel 100 MF habt, ja, auf dem Templar drauf, dann würdet ihr 20 MF bekommen davon. Das gleiche gilt natürlich auch für Bonuserfahrung und für Gold Found. Ihr könnt also dem Templar zum Beispiel einen Hellfire Ring anziehen und einen Leoix Siegelring und dann würdet ihr nochmal zusätzlich mehr XP bekommen. Templar finde ich persönlich eigentlich nur am besten, um wirklich viel, viel MF zu bekommen, da er halt zusätzlich noch ein Schild tragen kann und somit gibt der Templar euch 4 MF mehr als alle anderen Charakterklassen. Als Waffe zu MF würde ich dann einen Sunkeeper empfehlen. Sunkeeper kann bis zu 45 zusätzlich Magic Find euch geben. Ringe dann halt 2 Stück mit 20 MF und dann halt noch ein Necklace mit 45 MF. Oder halt Goldfound, je nachdem, was man halt möchte. Als Fähigkeiten können wir mal kurz zusammen durchgehen. Kann man hier einen Heilskill nehmen oder. Wenn wir 10 Yards of you, 1 second, when you are hit. Ich würde immer hier die Heilfähigkeit persönlich nehmen. Ihr werdet halt auch geheilt von dem Templar. Das ist auch ganz interessant. Hier haben wir einmal, dass ihr mehr Leben regeneriert pro Sekunde. Oder Templar, Aslode. Genau, oder der Templar kann für 3 Sekunden die Gegner 60% die Bewegungs- bzw. sie einfach slowen. Genau. Würde ich aber auch Regeneration reinmachen. Dann haben wir hier Shata, Ding, bla bla bla. Genau, er rennt sozusagen zu den Gegnern hin, greift sie an, macht 50% Waffenschaden und alle Gegner in. 8 Yards Umkreis werden für 2 Sekunden gestunt. Was haben wir hier noch? Hier ist einfach nochmal ein Damage-Spell. Also ich würde hier den Stun-Spell reinnehmen, weil die Begleiter sind eh nicht dazu da, Schaden zu machen. Und dann haben wir hier zum Schluss nochmal entweder, dass die Ressourcengeneration erhöht werden, Mana, Arcane Power, Hatred, Fury und Spirit. Oder man hat hier nochmal die Fähigkeit. Knocking back. Achso, er kommt zu euch hingerannt, schlägt die Gegner weg und heilt euch nochmal. Ja, ich finde eigentlich, ja, müsst ihr wissen. Ist eigentlich egal, was man reinmacht. Ich persönlich finde den Templar nicht so gut, aus dem einfachen Grund, da er doch immer vorne kämpft und er stirbt halt sehr, sehr, sehr schnell. Ja, dadurch, dass halt auf den höheren Monster-Power-Stufen die Gegner extrem viel Schaden machen, fliegt der Templar eigentlich nur auf dem Boden und macht eigentlich fast nichts. Okay, gehen wir weiter. Der nächste Begleiter, beziehungsweise Begleiterin, wäre die Enchantress, ja, die Zauberin. Auch eine ganz schöne Begleiterin, hat auch ein paar schöne Fähigkeiten. Hier ist der Vorteil, sie steht nicht die ganze Zeit vorne drin, stirbt also nicht so oft wie der Templar. Auch hier gehen wir mal kurz die Skills einmal durch. Hier hätten wir einmal Charm. Die hat ein paar CCs, was ganz interessant ist. Hier macht im Endeffekt die Zauberin, sie verzaubert einen Gegner.
und der Gegner kämpft dann für 4 Sekunden lang für euch und fügt dann sozusagen seinen Freunden Schaden zu. Oder dass eine Arkanexplosion gemacht wird, die halt 100 Schaden zufügt und die Gegner nochmal ein Knockback macht. Ich würde hier eher den CC benutzen. Die ganzen Damage-Spells, also Damage-Spells würde ich grundsätzlich nicht nehmen bei den Begleitern. Die bringen euch nicht viel. Hier haben wir zwei Skills. Einmal, dass ihr weniger Schaden bekommt von Range Attacks, also vom Bogenschützen für 6%. Oder dass eure Rüstung im Allgemeinen um 6% erhöht wird. Und die Gegner, die euch angreifen, haben eine 30-prozentige Chance, beziehungsweise es besteht eine 30-prozentige Chance, dass die Gegner verlangsamt werden für 3 Sekunden. Ich mache hier, wenn ich Enchantress benutze, immer mehr Rüstung. Es waren früher mal 15%, wurde auf 5% gesenkt. Ich finde gerechtfertigt, weil ihr habt fast teilweise nur alleine durch die Begleiterin hier um die 1000 Armor wieder bekommen. Und das war doch sehr, 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 sehr viel. Machen wir weiter. Hier haben wir jetzt noch zwei CCs. Hier werden genau die Gegner verwirrt für 2 Sekunden. Greifen euch also nicht an. Hier haben wir wieder ein Damage-Spell. Uninteressant. Und jetzt hier der letzte Spell. Einmal sie verwandelt ein Gegner in ein Hühnchen. So eine ähnliche Fähigkeit hat auch der Witch Doctor. Oder ihr bekommt nochmal. Ah ne, hier ist das mit dem Hühnchen. Und hier ist das mit dem Attack Speed. Also innerhalb von 40 Yards, wenn ihr bei der Enchanter steht, bekommt ihr 3% Attack Speed. Mal, wenn ihr seht gleich hier, ich habe jetzt 198.000 Schaden. Wenn ich den Skill aktiviere, dann steigt mein Damage nochmal um 4.000, bin bei 202.000. Die Enchantress kann kein Schild tragen, das heißt, sie würde euch weniger MF bzw. Goldfound bringen. Ist aber eine nette Möglichkeit, wenn ihr jetzt sagt, okay, mir fehlt ein bisschen Rüstung, ich bräuchte ein bisschen Rüstung oder die CM, Critical Mass Wizards, brauchen ja auch sehr viel Attack Speed oder ich brauche ein bisschen mehr Attack Speed, dann könnte man hier sich das noch holen. Also zwei wirklich praktische Fähigkeiten, einmal zusätzlich Rüstung und 3% Attack Speed. Kann übrigens auch ein Zahnkeeper tragen. Kann fast alles auch an Waffen tragen, außer natürlich Armbrüste, Bögen und so weiter. Weiter geht's. Mein Lieblingsbegleiter aktuell ist ungeschlagen der Dieb oder auf Englisch heißt er Scoundrel. Wir gehen mal erstmal die Skills durch. So. Als erste Fähigkeit haben wir hier Clipping Shot. Range attacks that slow the target by 60% for 3 seconds. Klingt schon mal super, da wir wissen, er soll kein Damage machen. Und hier hätten wir wieder ein Damage-Spell. Also machen wir den Slow-Spell. Nächste Fähigkeit. Die Gegner werden geblendet für 3 Sekunden. Oder er heilt sich selber für 15.505 Life. Wir nehmen natürlich Blenden. Auch hier, er steht wieder relativ weit hinten. Stirbt nicht so schnell. Bei Bossen passiert es dann doch mal, wenn der Boden voller Feuer ist. Dann stirbt er auch mal relativ schnell. Aber nicht so schnell wie der Templar. So, jetzt hier würde ich euch empfehlen. Das ist hier nämlich ganz interessant. Es gibt ja einmal die Fähigkeit, dass er stunnen kann. Oder dass er drei Pfeile gleichzeitig schießt. Hier würde ich dann doch eher drei Pfeile nehmen. Ich zeige euch auch gleich warum. Machen erstmal weiter. Und natürlich hier zum Schluss auf jeden Fall 3% Crit. Hier werdet ihr auch gleich wieder sehen, dass ich da gut Damage zu bekomme. 3% mehr Crit. 8000, nee, 9000 Damage hat mir das Ganze gegeben. Also ist schon wirklich super. Ausgerüstet habe ich den Dieb hier mit einem Token. 187 Dex, 275 Wert. Ich würde explizit darauf achten, wenn ihr jetzt nicht auf MF geht, weil ihr jetzt schon sehr, sehr viel MF habt durch euer Equipment oder durch euer Paragon-Level, dass ihr sehr, sehr viel Vitalität gibt, den Begleitern gibt, damit sie wirklich so lange wie möglich stehen bleiben.
Ja, weil hauptsächlich benutzt ihr den Begleiter nur für CC-Effekte, also Crowd-Control-Effekte, dass die Gegner verlangsamt werden, dass sie sich nicht mehr bewegen können, dass sie gestunt werden. Ja, so, ich habe hier 187 Decks, 275 Wit, sehr viel Wit, 57 Feuer-Resi, 50 Always und noch mit Life on Hit, damit er sich auch ein bisschen wieder hochheilt. Geht weiter. So, jetzt hier die Waffe. Ich habe hier eine spezielle Waffe, einen Legendary für Level 40 mit extrem wenig Schaden. Aber wenn wir uns die Waffe mal angucken, hat sie schon mal zwei positive Effekte. Einmal, sie macht Cold Damage. Das bedeutet immer, wenn die Gegner halt von dem Begleiter getroffen werden, dann werden sie verlangsamt automatisch. Und die wirklich interessante Fähigkeit ist hier Chance to Freeze on Hit. Die Waffe kann 5 bis 15% haben. Das bedeutet immer, wenn er Gegner trifft, Bosse trifft, dann besteht eine Chance, dass die Gegner eingefroren werden. Ja, das ist auch sehr, sehr, sehr oft. Zusätzlich hat die Waffe die Möglichkeit, dass die Projektile die Gegner durchschlagen. Ja, das geht sogar bis 80%. Das heißt, die Pfeile fliegen durch die Gegner durch, der erste Gegner wird gefreezed, der zweite Gegner kann gefreezed werden. Wirklich super. Und noch ein Sockel mache ich natürlich einen Life on Hit Stein rein mit 600 Life, damit er doch etwas länger am Leben bleibt. Also wirklich, ich finde, das ist wirklich die beste Waffe für einen Begleiter. Man braucht da nicht wirklich anfangen, da Damage reinzupumpen, weil wenn die Gegner nachher 50 Millionen HP haben, dann bringen euch die 5000 Damage vom Begleiter auch nicht weiter. Ja, also merkt euch die Waffe hier. Hammerding. Kann ich nur empfehlen. Ich zeige es euch sowieso gleich so. Amulett, auch hier ein Legendary Amulett, habe ich ausgewählt. Auch wegen Chance to Freeze on Hit. Haben wir schon 19,5% insgesamt den Gegnern zu einzufrieren. Da gibt es auch noch andere Fähigkeiten. Zum Beispiel Stun wäre noch ganz interessant. Also, das ist so. Dann müsst ihr euch mal selber das Amulett angucken. Da können sehr, sehr viele verschiedene Crowd-Control-Effekte drauf sein. Als Ringe habe ich persönlich ausgewählt einmal den Puzzle-Ring. Hier müsste ich nochmal einen austauschen, der zusätzlich Dex hat. Ist ganz nett, weil durch den Begleiter, wenn er einen Puzzle-Ring trägt, spawnt halt zwischendurch immer mal noch einen Akte 1 Goblin, der auch Ringe droppen kann oder auch Legendary. Ich habe, glaube ich, jetzt mittlerweile 4 Legendaries von dem Goblin gefunden, der Puzzle-Ring hat. Und natürlich ein Hellfire-Ring. Würde ich natürlich einen auswählen mit Vitality. Was noch sehr nett wäre, wäre zum Beispiel, wenn Attack Speed mit drauf wäre, weil dann schießt er wieder schneller und er kann halt die Crowd-Control-Effekte besser wirken lassen. So, jetzt möchte ich euch mal den Begleiter in Action zeigen. Und dazu wählen wir mal. Welche Map wählen wir denn da aus? Wir nehmen mal hier. Nee, die nehmen wir nicht. Der Begleiter kann auch übrigens die Goblins verlangsamen und einfrieren. Ariadkrater 2 nehmen wir. Da haben wir schon was. So, ihr seht schon, die Gegner werden hier nach und nach immer mal eingefroren vom Begleiter. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir nicht sterben. Aber ihr habt es gesehen, oder? Ihr habt es gesehen. Ja, ich habe es genau gesehen, dass ihr es gesehen habt. Da, schon wieder eingefroren. Ist natürlich wirklich klasse, auch für einen Barbaren, weil ihr rennt halt durch die Gegner durch, macht die Tornados und er friert hier die Gegner einfach ein. Und ihr seht, er schießt drei Pfeile, das heißt, ihr könnt halt mehrere Gegner gleichzeitig einfrieren. Und der Effekt, dass die Pfeile durch den Gegner durchfliegen, ist dann auch relativ oft. Und wieder eingefroren. Und da war der Hellfire Ring. Also ich kann es wirklich empfehlen. Den Dieb macht super Damage und Crowd-Control-Effekte sind bei ihm wirklich klasse. Ja, ich hoffe, die Tipps konnten euch weiterhelfen. Wenn ihr natürlich Fragen habt, schreibt mir Kommentare. Und ja, wenn euch meine Tipps weiterhelfen, dann würde ich mich auch freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Sonst könnt ihr mich natürlich auch auf meinem Twitch Kanal besuchen, wo ich ja doch regelmäßig meine Live-Sendung habe. Ich wünsche euch einen schönen Abend und viel Spaß beim Diablo 3 Spielen.